Als Bürgerrechtler und Pirat habe ich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen das deutsche Gesetz zur Zwangsregistrierung aller Nutzer von Prepaid-Karten eingelegt. Dieses Gesetz führt dazu, dass man nicht mehr anonym telefonieren und mit seinem Smartphone das Internet nutzen kann. Und das ist ein Riesenproblem für Whistleblower und Presseinformanten, die natürlich Anonymität brauchen, um ohne Furcht vor Nachteilen Informationen über Skandale öffentlich machen zu können, über Straftaten, über Korruption. Es ist ein Riesenproblem auch für Menschen, die vertraulich Beratung brauchen, Eheberatung, Psychotherapie, die bei der Telefonseelsorge anrufen, vielleicht bei der Drogenberatung auch. Natürlich machen sie das nur, wenn sie keine Angst haben müssen, strafrechtlich verfolgt zu werden, von ihrem Umfeld ausgegrenzt zu werden, weil sie vielleicht HIV-infiziert sind. Und auch vertrauliche Beratung und der Sicherheit und die Gesundheit von Menschen setzt Anonymität voraus in vielen Bereichen. Und genauso ist das für politische Aktivisten. Auch wenn Greenpeace-Aktionen planen, brauchen sie Anonymität. Und vor diesem Hintergrund hoffe ich, dass meine Beschwerde dazu beitragen kann, dass ein Recht auch auf anonyme Kommunikation und Internetnutzung und damit auf freie Kommunikation und Internetnutzung ohne ständige Beobachtung anerkannt wird.